Hallo und herzlich willkommen, liebe Kiporanten. Heute beschäftige ich mich mit dem Kanal von FrankoTV, einem YouTuber mit über 190.000 Abos. Ja, ich weiß, das gibt bestimmt mal wieder Ärger oder einen Strike. Mal abwarten. FrankoTV ist ein Geisterjäger und er lädt fast wöchentlich sensationelles Filmmaterial hoch. Er findet praktisch immer etwas. Mal sind es Schatten, mal sind es Wesen, die relativ gut zu erkennen sind, mal huschen schemenhafte Geister vorbei. FrankoTV ist auf Friedhöfen, in alten Gebäuden, in Tunneln und im Freien unterwegs. Die Geister mögen ihn wohl sehr. Sie zeigen sich regelmäßig. Oder ist das alles nur Fake? Schauen wir mal rein. FrankoTV ist wohl erst seit 2 Jahren auf YouTube aktiv, da sein ältestes Video erst 2 Jahre alt ist. Sein beliebtestes Video hat aber immerhin schon über 400.000 Klicks. Vielen Dank an die YouTuberin Satanstochter666 für diesen Tipp. Die originalen Videoquellen findest du wie immer in der Videobeschreibung. Ich habe mir mal eine kleine Szene vorgenommen, die mir von der YouTuberin Satanstochter666 geschickt wurde. Es handelt sich um diese Szene. Die Szene. Franco befindet sich nachts auf einem Friedhof in einem kleinen Andachtsraum. Er hört draußen seltsame Geräusche und beschließt nachzusehen. Als er das Gebäude verlässt, erscheint diese seltsame Gestalt bzw. dieses seltsame Gesicht. Es schaut genau aus dem Raum heraus, aus dem Franco gekommen ist. Schauen wir uns die Szene doch mal genauer an. Das Wesen erscheint von einem Frame zum nächsten. Plötzlich ist es einfach da. Es guckt also nicht langsam um die Ecke, nein, es ist einfach da. Es taucht an der dunkelsten Stelle im Video auf, ist aber selber sehr viel heller als die Umgebung. Würde es selber leuchten, dann müsste auch die unmittelbare Umgebung der Türrahmen heller werden. Das macht er aber nicht. Das Wesen ist auch immer gleich hell, egal wie hell oder dunkel die Umgebung ist. Nachdem mit der Taschenlampe in die Kamera geleuchtet wurde und die Blende der Kamera abblendet, passt sie sich anschließend wieder der dunkler werdenden Umgebung an. Die Blende öffnet sich. All diese Kameraeinstellungen kann man an den Objekten, die die Kamera aufnimmt, sehen. Außer an dem Gesicht. Das bleibt unbeeindruckt immer gleich hell. Außerdem ist es schon praktisch, wenn das Gesicht mit der Kamera aufgenommen wurde, die auf einem Stativ steht. Das ist schon etwas einfacher per CGI zu manipulieren. Aber der gute Franco hatte leider etwas Pech. Es flog ein Insekt durchs Bild. Dieses hinterlässt auf dem Film immer runde oder ovale Lichtreflexe. Manche halten diese Insekten auch für Orbs, aber das ist ein anderes Thema. Also dieses Insekt hat Franco dann nochmals die Aufnahme erschwert. Denn als dieses Insekt in der Nähe des Gesichtes kommt, passiert etwas Merkwürdiges. Der annähernd runde Lichtreflex hat hier unten einen rechteckigen Ausschnitt. Das ist nur hier so, sonst auf dem gesamten Film nicht. Sehr mysteriös. Ich fasse noch einmal zusammen. Das Wesen erscheint von einem Bild zum nächsten, plötzlich ist es einfach da. Es taucht an der dunkelsten Stelle im Video auf, ist selber aber viel heller als die Umgebung.
Würde es selber leuchten, dann müsste auch die unmittelbare Umgebung der Türrahmen heller werden. Das macht er aber nicht. Das Wesen ist auch immer gleich hell, egal wie hell oder dunkel die Umgebung ist. Das Insekt verursacht immer runde oder ovale Reflexion, außer wenn es das Gesicht passiert. Dann fehlt hier ein kleines Rechteck. Außerdem ist es schon sehr praktisch, wenn das Gesicht mit der Kamera aufgenommen wurde, die auf einem Stativ steht. Da ist es schon etwas einfacher, per CGI zu manipulieren. Nur sollte man es dann auch ordentlich machen. Dieses Video ist eindeutig ein Fake. Dieses Wesen, das Gesicht, wurde eindeutig per CGI nachträglich eingefügt und das noch nicht mal besonders gut. Und frei nach dem Motto, wer einmal faked, dem glaubt man nicht, würde ich vermuten, dass der gesamte Kanal von Franco TV mit Fakes per CGI durchsetzt ist. Nun bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis dieses Video von Franco TV oder von einem seiner Fans entdeckt wird und dann gelöscht wird. Natürlich wegen Urheberrechtsbestimmung und nicht, weil er durchschaut wurde, ist doch klar. Aber dieser kleine Ausschnitt, den ich hier gezeigt habe, der ist durch das Zitat recht gedeckt. Aber dann werde ich schon klagen müssen, um mein Recht einzufordern. Ihr lieben Kiporanten, ihr wisst, dass ich mich über einen Daumen hoch und über niveauvolle Diskussionen in den Kommentaren freue. Das war's für heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und tschüss bis zum nächsten Video von Kipos Paranormal Scanner.